Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich habe heute mein Planner Setup für den Monat September für euch und natürlich wieder mein Hobonichi Weeks und Hobonichi A6. Und hier habe ich schon die Sticker hergerichtet, die ich vorhabe zu nutzen. Und zwar habe ich hier auch wieder eine kleine Bestellung bei Etsy getätigt. Ich werde euch das wieder in der Infobox verlinken, damit ich hier passend zum Herbst gestalten kann. Das waren zwei Sticker-Sheets. Ich habe jetzt hier mal nur das eine hergerichtet. Im Oktober seht ihr dann das andere. Und das seht ihr schon, die Farben sind halt typisch herbstlich. So ein schönes, ja, Orange, aber auch ein Goldton. Also ist ein toller Übergang, der wirklich zu den Farben passt, welche die Blätter ja auch im Herbst haben. Deswegen dachte ich, das ist ein ganz gutes Match und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf den Herbst. Ich habe es ja auch schon erwähnt, das ist keine Überraschung für euch und deswegen werden wir heute zusammen diese beiden Planner gestalten. Bei mir ist das ja alles immer auch ein bisschen, ja, minimalistisch. Ich raste da jetzt nicht komplett aus, einfach weil mir das so dann auch am meisten Spaß macht und am besten gefällt, wenn es eher dezent ist. Und ich kann schon eine kleine Ankündigung machen. Es sind ja jetzt auch schon die neuen Planner für 2024 draußen, die kann man jetzt bestellen. Und da habe ich mir gedacht, ich drehe ein Video und schaue diese Planner mit euch gemeinsam an und werde mich dann auch für welche entscheiden und die dann auch direkt bestellen. Und dann erst so gegen Ende des Jahres werde ich dann mit dem Setup starten, glaube ich. Das mache ich nicht davor, also dann vielleicht eher so im November. Das ist mal der grobe Plan. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich definitiv meinem System treu bleiben werde. Ich bin ein absolutes Gewohnheitstier. Das heißt, ich werde weiterhin Hobonichis nutzen. Das Hobonichi Weeks für die Arbeit vor allem. Und dann auch private Termine. Und das hier für meine Contentplanung, also das A6. Ich habe dazwischen überlegt, ob ich auf das größere umsteige, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon genau das richtige Format für mich. Das kann ich besser mitnehmen. Ich werde jetzt vorerst auch mal das Cover hier behalten. Das ist ja von Galen Leather. Ist zumindest jetzt erstmal so mein Plan, aber mal schauen, ob sich bis dahin noch was ändert. Ich mag das aber sehr gerne und das ist jetzt auch schon richtig im Muse-Look. Ihr seht, da sind auch einige Flecken reingekommen, Kratzer und so weiter. Aber das ist halt auch das, was ich mag und das macht ja auch diesen Charme und Charakter aus. Ich würde sagen, wir starten mit dem Hobonichi Weeks. Und ich kann euch hier vielleicht mal einleitend zeigen, wie ich den Monat August gestaltet habe. Da habe ich auch ein bisschen private Termine eingetragen. Da ist auch einer dabei, da möchte ich nicht, dass ihr den seht. Also Moment. Und zwar habe ich das so als Motto Kaffee genommen. Also das war auch eher in so einem Braunton gehalten. Ist auch wieder super, super schlicht. Da habe ich auch gar nicht so viele Termine eingetragen. Ich hatte mehr, aber ich habe mir wirklich im August auch so ein bisschen eine Auszeit gegönnt. Nicht nur was YouTube angeht, sondern auch generell das Schreiben. Also ich habe schon jeden Tag geschrieben, aber ein bisschen weniger als sonst. Deswegen ist das auch ein wenig auf der Strecke geblieben. Ist aber vollkommen in Ordnung. Im September geht es jetzt wieder richtig weiter. So, hier habe ich auch schon ein bisschen was eingetragen, weil nämlich im September ein Urlaub ansteht, nämlich in Portugal. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Außerdem hat mein Papa Geburtstag, aber das nur am Rande. Genau, ich starte schon mal damit. Ich muss dann immer ein bisschen nachschauen, wie ich das in den Vormonaten gemacht habe, dass es dann auch demselben Schema folgt, zumindest grob. Also was ich auf jeden Fall wieder mache, ist, dass ich die Tage vom Vormonat auf jeden Fall streiche, so gesehen. Und auch die vom nächsten Monat, das ist in dem Fall jetzt nur ein Tag. Also ist jetzt auch gar nicht so viel Aufwand. Ich werde, ich habe nämlich für den Oktober eher so einen rötlichen, orangenen Ton gewählt. Deswegen bleibe ich jetzt hier bei dem gelben. Und ich glaube, da nutze ich dann diese Kreise dafür. Genau. Da werde ich jetzt einmal hier, das sind jetzt ein paar mehr, die schon mal kennzeichnen. Genau. Und dasselbe dann nochmal hier unten. Ich werde dann hier auch dieselben Streifen nutzen, damit das auch hier einheitlich ist. Ich liebe ja die Herbstfarben, das ist genau mein Ding. Deswegen freue ich mich darauf sehr. Das machen wir jetzt so. Das ist okay. Genau. Und dann kommt hier unten der Kreis hin.
Und den Rest kann ich dann ja gestalten, wie ich möchte. Mal gucken, was ich jetzt hier gerne nutzen würde. Wir haben hier zum Beispiel, also ganz viel natürlich mit Kürbissen, egal ob das Kuchen ist oder jetzt der Kürbis für sich, dann Pilze, natürlich auch eine Kaffee- oder Teetasse, auch wieder Pilze, Gummistiefel, Kerze. Ich glaube, ich nutze hier die Kürbisse schon mal. Passt farblich auch sehr, sehr gut. Da werde ich zum einen den Eimer hier hinpacken. So, jetzt hat es kurz an der Tür geklingelt. Genau, ich habe jetzt den Kürbis hier hingepackt. Der passt farblich auf jeden Fall ideal. Und dann werde ich noch, dadurch, dass ich hier nichts eintragen werde, packe ich da, glaube ich, noch den Kuchen hin. So. Und hier unten dann noch den Sweater. So, lasse ich es jetzt mal. Diese Farbe gefällt mir super, super gut. Und da werde ich jetzt hier an der Seite auch nochmal den Monat reinschreiben. So. Perfekt. Das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Das gefällt mir. Und da werde ich jetzt auch schon mal die erste Woche vom September gestalten. Ich habe keinen Schimmer, wo mein Lineal ist. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr dann diese ganzen Sachen nutzt und nicht mehr dahin packt, wo sie eigentlich hingehören, dann sind sie plötzlich verschwunden. Deswegen muss ich das jetzt hier total unprofessionell machen mit diesem Stift hier. Das geht dann halt ganz schnell mal in die Hose, aber jetzt gucken wir mal. Ich glaube, es geht irgendwie. So. Das war einigermaßen in Ordnung. Und hier kommt wieder mein Habit Tracker. Genau, das ist jetzt erstmal so. Dann kommt hier oben auch noch mal einer der gelben Kreise hin. Und das einmal so. Das ist auch super zum Herbst. Ich muss überlegen, was ich für meinen A6 nehme. Ich glaube, dann bleibe ich hier bei den Kürbissen. Packe hier dann noch den hier hin. Dann noch einen gelben Kreis. Passt für die erste Seite auch so, das ist vollkommen in Ordnung. Ich wüsste auch schon, was ich da jetzt hier noch eintrage, aber das mache ich jetzt nicht im Rahmen des Videos. So, hier hinten kommt jetzt noch der Mood Tracker. Passt auch sehr gut zum Herbst, weil das so ja, Bücher abbildet, Teekanne und so weiter und so fort. Also es ist genau richtig. Und da trage ich jetzt hier oben auch den September ein. Da mache ich auch den Kürbis noch. So. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich zeige euch da ja dann immer nicht so genau, was ich links eintrage, aber ich habe da immer einen Bereich für Gesundheit und einen Bereich für meine Stimmung. Also wirklich wie so eine Art Tracker, bin ich jetzt an dem Tag glücklich oder beispielsweise ängstlich, wütend, wie auch immer. Und dann hat man hier immer einen ganz schönen Graphen, bei dem man das sehen kann. Finde ich richtig toll so zur Monatsübersicht, gehört bei mir mittlerweile auch fest dazu. Und genau, das war es auch damit schon. Dann sind wir schon mal mit dem Weeks fertig. Und jetzt kommen wir auch noch mal zum A6. Hier der August, bei dem nichts eingetragen ist. Ich habe es trotzdem gestaltet, aber das ist ja sozusagen auch mein Büchlein für die Contentplanung. Und das ist jetzt ja komplett leer geblieben, weil ich ja im August nichts gemacht habe. Ich muss noch überlegen, wie ich das ausfülle. Ich habe ja meinen Mini-Drucker und habe im August sehr, sehr viele Ausflüge gemacht. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht drucke ich da ein paar Bilder aus und klebe die hier einfach irgendwie ein, dass sie grob zumindest auch
ja, auf den Daten dann kleben, an welchen ich die Reise unternommen habe oder diesen Ausflug. Das wäre schon ganz schön, habe ich mir überlegt, aber mal gucken. Ich will auch nicht, dass es zu unruhig wird. Vielleicht suche ich mir auch nur ein Bild aus von einem Ausflug und werde dann außenrum noch ein Zitat schreiben oder so. Das weiß ich einfach noch nicht genau. Mal sehen. Aber es ergibt halt auch keinen Sinn, hier irgendwas einzutragen, weil ich habe ja nichts in Richtung Contentplanung gemacht. Genau. Hier habe ich mir gedacht, weil ich vorhin schon jetzt mal eben geschaut habe, dass ich da auf jeden Fall das mit den Pilzen nehme. Und das glaube ich dazu, weil das dieselben Farben abdeckt. Und dann muss ich mal gucken, ob da noch irgendwie Platz ist. Auch hier nehme ich, obwohl ich könnte eigentlich auch andere Farben nehmen. Mal schauen. Das wäre zum Beispiel auch möglich. Dann nehme ich hier jetzt mal das hellere Gelb. Das ist ja egal. Einmal erledigt. Und dann mache ich es so, dass ich, man muss jetzt mal überlegen, ich glaube, das möchte ich oben ganz gerne haben. Das mache ich jetzt, glaube ich, mal einmal so. Das verdeckt das zwar jetzt ein bisschen, aber ist auch nicht schlimm. Und hier unten mache ich dann das ran. Und dann werde ich, mal eben schauen, hier muss ich nämlich was eintragen, weil da auf jeden Fall ein Video online kommt schon. Aber ich glaube, da ist noch genug Platz, um zumindest dann hier noch diesen Pilz hinzumachen. Genau, das sieht gut aus. Und dann werde ich auch hier bei den Streifen einmal das hellere Gelb nutzen. Schneiden. Perfekt, das sieht gut aus. Und da packe ich jetzt auch an die Seite noch den Monat. Perfekt, ich finde, das sieht richtig schön aus. Genau die Farben, die ich mag, sehr herbstlich, schön dezent. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den September gestaltet. Also ob ihr da auch so ein, ja, Herbstmotto habt oder ihr noch mal auf was anderes zurückgreift, das würde mich sehr interessieren. Und dann haben wir ja hier hinten dann, ach, das ist auch toll, weil für den Herbst dann auch so ein schöner Braunton hier im Hobonichi ist. Das gefällt mir sehr gut. Das wird dann nämlich auch gut zusammenpassen. Muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, da werde ich dann auf jeden Fall hier diese Pullis nehmen und dann vielleicht noch die Tasse in Kombination mit der Zimtschnecke. Mal schauen, was reinpasst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier unten mache ich dann wieder den Kreis, dass ich hier ja drehen muss. Und das ist dann der Kreis für Veröffentlichen oder wie habe ich das genannt? Online stellen. Genau. Und hier weiß ich auf jeden Fall schon, dass ich die Buchneuerscheinungen online stelle für den September. Das muss ich an dem Tag sowohl drehen als auch online stellen. Manchmal klappt es nicht anders. Genau, das sieht soweit eigentlich ganz gut aus, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue. Mache ich es jetzt so, ich will hier einfach grob die Mitte, das muss auch nicht exakt stimmen. Und jetzt muss ich nur schauen, dass ich das nicht verwische, weil gerade diese Tinte hier, die trocknet super langsam. Da werde ich jetzt zum einen hier oben das hier reinsetzen. Das ist der YouTube-Bereich. Hier unten sind dann Random Ideas. Da packe ich die Zimtschnecke hin. Das passt hier sehr gut rein. Und dann noch in die Ecke die Tasse. Passt farblich sehr, sehr gut. Und das ist dann für meinen Geschmack auch schon ausreichend. Schaue ich nur.
Genau, das reicht auch schon. Und dann sind wir eigentlich auch fertig. Mag ich super gerne. Ich freue mich eben schon total auf die gemütliche Stimmung zu Hause. Hier zeige ich es euch nochmal gemeinsam, wie es aussieht. Und ich bin wirklich sehr zufrieden. Also das gefällt mir super gut. Und dann geht es jetzt eben weiter mit dem Planner, aber auch Buchcontent. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr eure Planner gestaltet habt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in den Herbst und einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.